So, es wird Zeit, dass wir mal den Examination Room examinen, ne? Den Schlüssel haben wir jetzt ja gefunden. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo der war. Der war doch ja auch hier, oder? War der nicht von mir hier um die Ecke direkt? Hier, oder? Yes. Na, mal sehen, was mich da jetzt Verstörendes erwartet. Ja. Oh, Mann, erschreck mich doch mal nicht immer so. Warum? Steht da immer rum wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Geisterpuppe da, keine Ahnung. Nee, ich will, ich, nein, 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 ich tue nicht weh. Hier darf ja nicht sterben. Hier gibst du ja da medizinische Berichte auf dem Tisch, ne? Jetzt nichts Interessantes. Doch, wenn die mal da weggehen würde, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr interessant ist, was da liegt. Oh, ich geh doch weg. Ich dachte, da ist vielleicht wieder irgendeine Information, da müssen wir den nächsten Raum betreten. Okay, erstmal Patronen, das ist immer gut. Sogar Shotguns, ne? Sehr gut. Hier irgendwas. Warum? Ich würde mir das alles gerne mal durchlesen. Das sind bestimmt valide Informationen. Machen wir hier irgendwas. Jetzt auch alles kaputt. Aha! Was habe ich jetzt hier gelesen? Also die dritte Etage, der Patientenflügel 7335. 7335, wie schreibt man das denn lieber auf hier? 7335. Das vergesse ich doch wieder. Bei meinem Gedächtnis, ja, was wie so ein Sieb fungiert. Also 7335. Ich meine, das ist eine Zahl, die sich eigentlich gut merken lässt, aber. Ja, 7335. Gibt es sonst noch irgendwas von Interesse? Nö, sieht nicht so aus. Die Patrone habe ich mitgenommen. Diesbezüglich bin ich befriedet. Unlocked. Ich kann bestimmt gleich viel mehr entgegen wetten. Ach, nee. Ich dachte schon. Die Frage ist, will ich da jetzt wirklich nach. Ich meine, ja, ich will da nach oben, klar. Ah, komme ich da jetzt durch? Where are you planning to go? Ah ne, das ist jetzt wieder But raus. we haven't found Laura Ist yet. doch egal, lass uns gehen. Wir haben alles gesehen, was wir sehen müssen. Vor allem wie der guckt, so wie, was willst du von mir? Was, geh weg, ich will hier nicht sein. Komm, ich laufe nochmal in den Doctor's Office vorbei, da kann ich nochmal speichern. Also, wenn das Doctor Office wäre, ist es nicht. Ist das Doctor's Office? Da waren noch die ganzen Bänke da vorne. Hier, da. Doctor's Office. So. Ja, wie gesagt, ne, wenn ich die Chance habe zu speichern, werde ich speichern. So, jetzt. Ja, das kennen wir doch schon. Ah. Nee, kennen wir noch nicht. Was mit. Was war jetzt? David oder. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Also, er hat mehrfach, er hat dreimal versucht, Suizid zu begehen. In der Vergangenheit für unbekannte oder aus unbekannten Gründen. Auch wenn er, ja, also auch wenn er normalerweise ein sehr vorbildlicher Patient ist, der auch die Anweisungen des Doktors oder Doktoren und der Krankenschwestern befolgt, ja, muss er sehr genau beobachtet werden, wegen seinen vergangenen Mustern, ja, von plötzlichen und gewalttätigen Suizidversuchen. Joseph Barkin. Seine Krankheit scheint in der Tiefe oder es scheint darin zu wurzeln, dass er glaubt, er sei schuldig, den Tod seiner Tochter herbeigeführt zu haben. Seine Symptome suggerieren einen psychotischen Zusammenbruch und paranoide Wahnvorstellungen. Ja. Normalerweise ist er sehr ruhig, aber er hat Tendenzen Richtung Gewalt, wenn er aufgeregt ist. Joshua Lewis. Eine Geschichte von Einweisungen, auch wie so, also so gleich wie ja unzählige oder zahlreiche Angriffe oder Übergriffe, ja Übergriffe, Attacken und andere gewalttätige Offensiven oder Taten, ja. Er hat eine,
Er hat einen sehr starken Verfolgungskomplex und die Tendenz, Dinge zu lösen durch Gewalt. Es bedarf einer extremen, also extreme Obacht, ne, wenn notwendig. Gut, das ist schön, aber ich will jetzt mal trotzdem hier speichern. Oh, das Rot, ey, das blendet mich jedes Mal. Ja. So. 3 Stunden 41. Ja, das Spiel spielt schon aber schon länger. Naja, gut, aber der speichert immer nur die Versuche, wo ich nicht gescheitert bin. Ha! Und die sind ja zahlreich, die Versuche, wo ich gescheitert bin, ja. So. Wo haben wir jetzt die Tür zur nächsten Etage? Das war ja irgendwie um die Ecke, oder? Hier war's. So. So, dritte Etage. Jetzt geht's schon los, ja. Ne? Ja, jetzt fange ich ja schon an zu zittern. Weiter. Höher. So. Was war, war es 7885 oder war das so? Ich hab's mir nicht ganz gemerkt. Wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder von Krankenschwestern angefallen. So, 7885, ne? Eben nicht. Es war 7335, nicht 7885. 7335. Ja, aber ich habe gewusst, die mittleren waren irgendwie waren eine Doppelzahl. Ja. Aha. Naja, komm. Schrotflinte soll ich jetzt schon mal zücken. Keine Gegner? Das kann nicht stimmen. Will ich hier sein? Komme ich nicht rein? Ja, ich höre darüber. Ich höre darüber dieses knetschende Geräusch. Oh, das ist so gruselig, Alter, wie die überhaupt aus der Dunkelheit kommen hier. Das ist. Oh. Na komm, ja, ich versuche die jetzt mal im Nahkampf zu besiegen. Komm, nochmal. So einzeln geht's, aber wenn die in der Gruppe sind, muss ich halt andere Geschütze auffahren. Ah, scheiße. Ich hatte ihn nochmal zugeschlagen. Okay, jetzt habe ich sie. Ah, langsam habe ich es raus. Langsam habe ich so das Angriffsmuster von den Krankenschwestern raus. Das heißt, ich kann mich zumindest wehren. Ach, die Musik ist auch wieder so beruhigend, ne? Das ist boah. Wie viele Räume gibt es denn hier? S1 bis 14, warum? Da würde ich sagen, werde ich erstmal die einzelnen S-Räume hier abgrasen. Funktioniert nicht. Geh doch mal weg, ey. Du bist im Weg. Immer stehst du ungünstig rum. So, kann noch eine Krankenschwester? Ja, komm schon. Nee. Na, was ist denn jetzt los? Kaputt oder was? Bist du groggy? Aha. It's just a hangover. Ja, schlaf mal, der Rausch aus. So comfy. Guck dir die Matratze an, ich weiß I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. nicht. Sag mal, bist du dir sicher, dass du hier schlafen möchtest? Das ist der letzte Ort, wo ich sagen würde, ach, ist das gemütlich, hier lehne ich mich mal zurück, mach ein kleines Nickerchen, kann ja nicht viel passieren, ne? James, I want to ask you something.
What if you can't find Mary? What will you do? Mein Leben geht weiter, ne? I haven't thought about that. Ach, Rufkir. Da müssen wir auch noch hin. Wenn ich da einfach hinlegt, ey. Das ist. Bleibt sie sich da einfach in so einen Raum hier. Das ist nicht gut, wirklich. So, also in S3 ist Mary. Maria, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, das muss einen Grund haben, warum die auch hier, warum die auch den gleichen Namen tragen. Also Roofkey kommen wir definitiv auch hin, aber ich werde erstmal hier die, wie gesagt, die Räume abgrasen. Da kommt schon der nächste. Ah ne, ist noch so ein Vieh. Das greift mich ja nicht an, wenn ich nicht nah genug rankomme, ne? Na komm her. Ah! Scheiße. Naja. Ja, zum Glück, weil wenn man einmal die angelockt hat, können die nichts machen. Das ist das Gute an der ganzen Sache. Also nicht wie bei den Krankenschwestern, da muss man ab und zu mal ausweichen, aber hier kann man einfach draufkloppen. So. Dann würde ich mal sagen, nehme ich doch mal einen kleinen Trunk, ne? Ja, komm, ist ganz gut bis jetzt. Ich muss sagen, ich habe noch ganz ordentlich was im Inventar. Da muss ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen, glaube ich. Oh, noch einer. So, hier ist diese Matratzen davor, da komme ich nicht rein. Na komm her. Na, kommst du zu mir oder? Ah, ich war schneller. Ich war schneller. Haha. Ah, ist auch ein cooles Monster-Design. So irgendwie so eine Schaufenster-puppenartige Figur da. Die halt nur Beine hat, ja, und so Beine als Arme. Kein Kopf, das ist halt auch schon ein widerliches Vieh hier, ne? Oh, ist das nett. Wow. Hier ist sogar ein Speicherblatt. Was ist denn hier los? Also, das ist ja mal ganz freundlich. Ja, so zwei Speicherpunkte gibt es scheinbar immer. Auf den einzelnen Ebenen. Oder in einem Dungeon-Gebiet, nenne ich es jetzt einfach mal. In einem Levelabschnitt. So. Ah, da kommen wir durch. Und Gegner, ne? Was zum Teufel ist das? Das ist diese komische Box, von der wir gesprochen haben, ne? Sieht aus wie so ein verschnürtes, wie so eine verschnürte Bombe. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich ran möchte, was steht da? Da steht was an der Wand geschrieben. Luise. Okay, das ist ein Rätsel, offensichtlich. Also, pass auf, da steht, ich kümmere mich für immer um euch. Es ist mein Schicksal, aber for ist nicht F-O-R geschrieben, sondern F-O-U-R. Ne? Also 4. Okay, 4. Das muss ja einen Grund haben. Oder es ist ein Schreibfehler. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber kann auch ein Hinweis sein. Oh Gott, ey, ist ein bisschen übertrieben. Okay, pass auf. Das erste Schloss können wir ja schon mal öffnen. Da müssen wir ja die Memo haben. Das müsste jetzt ja... Number written on the whiteboard. Nee, das ist völlig unwichtig. Das meinte ich nicht. Wo stand das nochmal drin? Carbon Paper. Das ist wichtig. 8337. 8337. Okay. So. 8337.
passiert nichts. Falsche Reihenfolge vielleicht, von unten vielleicht. Nein, ist ja Quatsch, oder? 8337. Aber stand noch drauf, oder habe ich mich jetzt hier getäuscht? Also ich meine, ich kann da später nochmal zurückkommen, vielleicht fehlen mir auch noch diverse Sachen. Aber was ist denn jetzt hier? A number of the box, 837, man könnte... The button key doesn't scare me. Oder ist es 837 bei dem button key? Das kann natürlich auch sein. 8337, also button key ist ja dann das da unten, 8337, ne? Also das Teil hier unten. 8337. Super. Das erste haben wir schon mal weg. Das zweite wissen wir dann aber doch nicht. Also das könnte die Nummer sein, die... Also ich denke mal nicht, dass sie nochmal die Nummer von dem Patientenflügel nehmen. Ja, das glaube ich nicht. 7335 war das. Ich mache es aber trotzdem mal. 7335. Werde ich mal versuchen, hier das Ding zu verwenden. Geht nicht. Ja, deswegen meine ich ja, an der Wand haben wir noch mal so ein, haben wir noch was stehen. Tear of you forever. Alles vier? Weiß ich nicht, aber ist auch Quatsch. Das wird ja nicht der Hinweis sein, dass alles auf vier gedreht werden muss, oder? Ich glaube nicht. Ich mach's einfach mal. So, 4. 4. 4 ist auch Quatsch. Gut, da komme ich noch nicht weiter, scheinbar. Naja, ich kehre ja mal zurück. Ich meine, ich habe ja noch das Dach, was ich erkunden muss. So, jetzt werde ich mal die linke Seite mir anschauen. Hat geschossen, sowas. Ja, Shower Room. Das will ich mir wenigstens noch anschauen. So, funktioniert hier wenigstens was? Natürlich. Ist auch kaputt. Ah, jetzt kommt. Jetzt in der Dusche. Will ich da wirklich reingreifen? Da steckt irgendwas Ekelhaftes im Abfluss fest. Das Loch ist zu klein. Ich kann da meine Hand nicht reinstecken. Vielleicht habe ich irgendwas Langes. Langes, dünnes Werkzeug. Ja, ich meine, ich könnte mir so eine Art Angel bauen. Also ich glaube, es reicht nicht aus, wenn ich da einfach nur den Haken nehme. Ich brauche sicherlich was, womit ich das zurückziehen kann. Habe ich einen Garn? Oder ich mache es so. Es ist nicht lang genug. Aber die Idee ist schon mal richtig. Ich brauche das irgendwie... Nadel oder so. Ein Faden meine ich. Ja, kriegen wir noch hin. Merken wir uns das einfach, dass hier eines ist, ne? Dass hier noch ein Schlüssel ist. Ist ja auch eingezeichnet. Auch kaputt. Gut. Da sind wir wieder am Anfang. Das heißt jetzt hier wieder auf zum Dach. Der Harry vom Dach. Gucken wir mal. Will ich da hin? Da kommt aber bestimmt jetzt so viel Viehzeug entgegen. Oh, das sieht nach Endgegner aus. Ich weiß auch nicht. Das sieht doch wirklich aus wie so ein... Wie so eine Arena, oder? Na, gucken wir mal. Aber hier ist nichts. Wirklich absolut düster. Doch, hier hinten ist was. Ah, da liegt etwas auf dem Boden. Ist das etwa ein Tagebuch? Ha, 9. Mai. Regen. Ich schaue aus dem Fenster den ganzen Tag. Es ist sehr friedlich hier und nichts zu tun. Ich darf immer noch nicht nach draußen gehen. 10. Mai. Immer noch regnend.
Ich habe mit dem Doktor für eine, also ein bisschen gesprochen. Würden die mich retten oder hätten die mich gerettet, wenn ich keine Familie hätte, die ich füttern oder versorgen müsste? Ich weiß, ich bin erbärmlich, schwach, aber nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder mal Regen. Die Medikamente lassen mich ungesund oder lassen mich krank fühlen heute. Ja, also wenn ich eh nur besser erträglich bin, wenn ich unter Drogen stehe, wer bin ich denn eigentlich? 12. Mai. Regen, wie immer. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Ja, also ich möchte nicht noch mehr Ärger für alle Leute bedeuten oder mehr Ärger produzieren, ja. Aber ich bin trotzdem eine Belastung in irgendeiner Art und Weise, ne? Ist es denn wirklich so eine Sünde, zu rennen, statt zu kämpfen? Manche Leute sagen das so, aber sie haben noch nicht, sie sind noch nicht in meinen Schuhen gelaufen oder haben noch nicht das Leben gelebt, was ich gelebt habe, ja. Das mag sehr egoistisch sein, aber ja, das ist das, was ich möchte. Es ist viel zu schwer so, ja. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Es ist heute sehr klar draußen. Die Doktoren haben mir erzählt, dass ich heute entlassen werde. Dass ich nach Hause gehen kann. Ich und dann Strich. Keine Reaktion mehr. Hier endet das Tagebuch. Es gibt keine weiteren Einträge. Was macht denn das Tagebuch hier oben? Fragen über Fragen, ne? Nein, nein! Ah! Was machst du denn hier? Jesus fucking Christ, ey! Boah! Das war gerade so friedlich. Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Der lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Mich in eurer Irrenanstalt, aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss ja erstmal durchatmen, ne? Also, bis dahin.